Kommt man in Spiellaune, Freunde. Ja, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch altes Lego mitgebracht, Vintage-Lego. Lego von 1981, das ist jetzt mittlerweile schon über 40 Jahre her, aber dieses Set zeigt, dass man Helikopter nicht unbedingt nur aus einem Fertigteil bauen muss oder vielleicht auch sollte. Und was das hier, mit, also dieses Set mit seinen ganzen Bricks, Plates, Slopes für viele, ja, wie soll ich sagen, Möglichkeiten für alternative Modelle bietet. Das ist Lego. So habe ich das verstanden. Also Konstruktionsspielzeug. Und heute gucken wir uns dieses Set mal an. Die Box ist ein bisschen kaputt schon. Ich habe auch lustigerweise noch die Rechnung gefunden. Das ist nämlich schon ein paar Jahre her, seit ich das gekauft habe. Und wir machen heute mal einen ganz entspannten Rundflug, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr habt was Leckeres zu trinken, was Leckeres zu snacken, denn es ist Review-Zeit. Yeah. Ja. Also, dieses Set ist tatsächlich schon länger in meinem Besitz, als ich dachte. Ich lege mal kurz die Box hin, denn die steht nicht mehr so wirklich. Die ist schon ein bisschen mitgenommen. In der Box habe ich nämlich hier so einen Zettel gefunden, so ein Faltblatt. Und da steht, das ist eine Rechnung. Und höchstwahrscheinlich ist diese Rechnung von eBay. Und ich habe dieses Set im Jahr 2016, das ist ja mittlerweile schon 4 Jahre her, am 23. Dezember gekauft. Zu einem Preis von 11,50 Euro mit Box. Die gucken wir uns gleich an. Die hat tatsächlich schon ein bisschen gelitten und auch das Set an sich ist schon ziemlich vergilbt. Das hat aber durchaus seinen Charme und ich werde euch dann aber auch im Laufe des Videos noch sagen, was es da für teure Teile gibt. Vielleicht gibt es auch überhaupt gar keine teuren Teile. Vielleicht kann man sich den auch einfach rebricken. Das ist ein cooles Set. Das zeigt wirklich, wie kreativ aus Bausteinen man einen Helikopter bauen kann, ohne viele Fertigteile zu verwenden. Hier sind 3 Panels dabei, aber ansonsten sind das Bricks, Plates und Slopes. Also das, ja, ein paar Spezialteile wie oben die Düsen, aber geschenkt. Das ist raffiniert, das ist gut. Das ist, wenn du die Teile vor dir hast, dann hast du wirklich einen Haufen, das sind fast 100 Teile. Ich glaube 99, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gucken dann gleich nochmal in Collector's Guide. Aber ich schweife schon wieder ab. Es flasht mich einfach, dieses Set. Es schreit danach, gezeigt zu werden. Aber was eben auch sehr spannend ist, dass ich das jetzt schon 8 Jahre oder fast 8 Jahre in meinem Besitz habe, zum heutigen Zeitpunkt. Und ich habe damals bei der Heidi noch Minifiguren gekauft. Hier ist zum Beispiel Lego-Figur Town Mann schwarzer Overall, Lego-Figur City Train Mann rot gestreifte Jacke, Lego-Figur Town Frau Shell-Logo, Lego-Figur City Polizei Polizist Jacke mit Sticker, Lego-Figur Town Mann blaue Jacke. So, und da waren wir insgesamt bei 24,40 Euro. Das ist ganz spannend. Also ich mache das oftmals so, dass ich mir dann diese Zettel da noch mit reinlege. Und dann ist das schön, wenn man das ein paar Jahre später einfach findet. Ja. Bevor wir uns das Set jetzt angucken, ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Das ist übrigens auch sehr raffiniert. Diese Trage ist gebaut. Und die passt auch in den Helikopter oder Hubschrauber hinten rein. Und es passt sogar beide Personen rein, also beide Ärzte. Erstmal kurzer historischer Tiefflug. Collector's Guide, du weißt Bescheid, Link ist unten in der Beschreibung. Wer ihn schon hat, kann mitblättern. Und zwar landen wir auf Seite 171. Wir landen da einfach, ganz entspannt. Ja, so war es richtig. Und da finden wir hier oben den Rettungshubschrauber bzw. Red Cross Helikopter. Man sieht auch das Rote Kreuz, das ist ein Rotkreuz-Hubschrauber. Ziemlich cool, das ist übrigens auch bedruckt alles, da sind keine Sticker drin, 1981, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe vor ein paar Tagen die Lego Shell Tankstelle von 78 gezeigt. Stickerflut, Stickerbombe. Ne? Also sehr inkonsistent, Lego damals. Mal hat ein Set viele Sticker, mal Drucke. Das ist ein bisschen wie heute. Und hier auf der Seite finden sich noch mehr lustige Dinge, zum Beispiel hier oben der Radar-Controller-Police-Van. Den habe ich schon gezeigt, das Video, das kennt ihr bestimmt, wenn nicht, dann solltet ihr da mal reinschauen, das ist nämlich sehr unterhaltsam. Da habe ich die ganzen Alternativmodelle von der Box, die da hinten drauf waren, in dem Video gebaut. Ja?
unbedingt mal reinziehen. Das ist ein Paradebeispiel für Kreativität Anfang der 80er Jahre. Ich glaube, so ähnlich lautet auch der Titel. Und dann ist hier drüben noch der Shell-Abschlepp-Truck. Das ist ein Set, wo keine Minifigur drin war. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Aber ihr wisst das ja. Ihr solltet definitiv immer unsere Playlisten checken. Da ist noch ganz viel zu entdecken. Und viele von euch sind ja erst später dazugekommen. Natürlich bringen wir 2 Videos pro Woche, aber da gibt es so viel Content in unseren Playlisten, thematisch geordnet. Unbedingt mal reinschalten. Was hier ganz spannend ist, der Helikopter wurde in Europa und Nordamerika auf den Markt gebracht, in Asien und Australien nicht. Ja. Hat 108 Teile. Ich hatte ja vorhin von 99 gesprochen. Ich glaube, bei Bricklink gelesen zu haben 99, aber Bricklink listet dann die Figuren einzeln auf. Ne? So, nur so fürs Verständnis. Aber diese ungefähr 100 Teile, wenn die auf dem Tisch liegen, ich habe leider vergessen, euch ein Bild zu machen. Das ist schon ein ordentlicher Stapel an Steinen oder ein ordentlicher Haufen an Steinen. Und da kannst du auch viele andere Sachen draus bauen. Und was du da noch draus bauen kannst, gucken wir uns natürlich jetzt an, weil auf der Rückseite der Box sind so viele schöne Alternativmodelle dargestellt. Und das ist alles so herrlich Lego-Style. Also da, ne? Wir müssen uns das unbedingt mal angucken. Also die Box hat schon ein bisschen gelitten. Besonders hier oben, da war mal so eine Aufhängelasche, die ist einfach ganz frech abgerappt. Und an der Seite ist hier auch ganz frech alles abgerissen. Die hat auch hier unten schon ein paar Schäden, ja, die ist so ein bisschen gedrückt worden wahrscheinlich mal. Hier, man sieht das. Die Box ist aber tendenziell eher ein bisschen seltener. Also man sieht die ab und zu mal, aber eher ein bisschen seltener. Deswegen war ich damals auch ganz froh, die bekommen zu haben. Und ich sag mal, 11 Euro, was habe ich bezahlt? 11,50 Euro Set mit Box. Das ist ein No-Brainer. Wir können auch gleich mal noch auf die Preise eingehen. Aber erstmal gucken wir uns nochmal die schöne Box an. Denn die alternativen Modelle auf der Rückseite, die sind einfach genial. Guckt euch das mal an. Was man da alles draus bauen kann, aus diesem Hubschrauber, ja, so, der ja auch noch eine Spielfunktion besitzt, weil da kann man hinten diese Trage reinschieben. Man darf nicht Bahre sagen. Bahre, da ist der Patient schon nach der Nulllinie. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist eine Trage. Ganz wichtige Unterscheidung. Kann man hier hinten reinschieben, passt auch sehr gut. Machen wir nachher auch mal. Man kann vorne einen der beiden Ärzte oder medizinisches Fachpersonal mit reinsetzen. Man kann auf die Trage auch eine andere Figur noch drauf noppen mit den Beinen. Die fällt dann also nicht mehr runter und der andere setzt sich vorne rein. Das ist eine super Geschichte. Und diese Alternativmodelle sind einfach der Knaller. Die schreien wirklich danach, gebaut zu werden. So. Aber das ist natürlich nur möglich. Kann ich das hier irgendwie mal feststellen? Es muss hier im Hintergrund stehen, finde ich. So, Moment, ich habe hier noch ein Wasserglas. Das nutzen wir jetzt einfach mal. So, guck mal. Guck mal, so ist das doch schön, ne? Ja, Fertigteile heutzutage. Wir kennen ja diese Helikopter und diese Flugzeuge, wo Lego dann ein Fertigteil hat, irgendwie diesen kompletten Rumpf. Das ist Morgs. Ich sage das ganz ehrlich. Und in dem Fall ist es halt so, dass die Herangehensweise deutlich besser ist. Und das ist halt einfach die Klemmbaustein-Herangehensweise. Wenn ich ein komplettes Formteil nutze für einen Helikopter, dann bin ich bei Playmobil. Dann bin ich aber nicht bei Lego. Und dann kann ich aus diesen Steinen auch nichts anderes machen. Hier kann man andere Sachen draus machen. Das ist halt einfach, das ist die Kernkompetenz, sag ich mal. Wenn du das halt so nicht machst, verlierst du ein Stück weit deine Kernkompetenz. So. Bevor wir uns die Anleitung angucken, Preisthema. Dieses Set ist relativ günstig zu bekommen, also mit Anleitung und ohne Box, so schon ab 15 Euro. Manchmal auch ein bisschen günstiger, manchmal auch ein bisschen teurer. Manchmal kriegst du das für einen Zehner, manchmal bezahlst du 20. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie ist die Qualität, und tendenziell habe ich bei dem Set auch das Gefühl, da suchen nicht so viele danach. Das heißt, wenn du dieses Set unbedingt haben willst, guck mal bei eBay, da gibt es manchmal Auktionen mit einem Startpreis von 1 Euro. Beobachte das ein bisschen und vielleicht kannst du es am Ende auch für 5 Euro abstauben, weil tendenziell der Run nach diesem Set eher ein bisschen gering ist. Das ist ein bisschen verkannt. Ich finde das ein super gutes Set. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Kids heute noch damit spielen würden. Es sind viele Steine drin. Du kannst da viel draus machen. Das ist wirklich cool. Es sind übrigens 2 rote Space-Helme dabei. Gehen wir aber gleich drauf ein. Mit Box habe ich gesehen, dass vor kurzem dieses Set erstaunlicherweise für 20 Euro bei eBay oder knapp über 20 Euro bei eBay verkauft wurde. Bei Bricklink ist das günstigste mit Box bei 50 Euro. Die Box ist tendenziell eher ein bisschen seltener. Wenn man so reinschaut, findet man eher seltener. Das Set findet man meistens ohne Box. Aber du kannst natürlich auch mal Glück haben, ja, und das günstig schießen. Ich weiß nicht, ob es mit Box 50 Euro wert wäre. Für mich vielleicht nicht so sehr.
Obwohl, wenn die Box in super Taco-Zustand ist, dann wäre das wahrscheinlich auch für mich spannend. Ich feiere dieses Set halt einfach. Aber ich habe es halt mit einer sehr roughen Box. Das ist halt so, ich sag das ja immer, es ist so ein bisschen wie wenn man so roughe alte Trading-Cards hat. So alte Basketballkarten oder so, da sind die mal ein bisschen verknickt oder die Ecken sind ein bisschen abgerubbelt. Aber du weißt halt, da hat jemand damit Spaß gehabt. Und auch die Steine sehen schon ein bisschen angeknabbert aus, schon ein bisschen vergilbt. Das ist halt Spielzeug, das hat erzählt eine Geschichte und ich lasse das einfach so. Das ist für mich als Sammler auch spannend, sowas zu haben, ja, weil das so ein bisschen auch so eine Historizität ausstrahlt. Also wenn du das hier mit seinen teilweise vergilbten Teilen dir anguckst, dann hast du ein Feeling dafür, das ist altes Spielzeug und das wurde geliebt. Ne? So, jetzt kommen wir zur Anleitung. Die Anleitung ist quadratisch praktisch sehr gut und sie ist flach wie eine Flunder. Es ist so eine klassische Faltanleitung, die auch schon ein bisschen gelitten hat. Hier unten sieht man das. Ja? Hier an der Seite ist schon so ein kleiner Riss. Nichtsdestotrotz passt zum Set, ist auch rough wie eine alte Jeans, so ein bisschen ausgewaschen oder ein paar kleine Risse haben kann, hat diese Anleitung auch schon gelebt. So, die Anleitung ist genial. Die Anleitung zeigt auf extrem gute Art und Weise, wie viele Basic-Steine, und mit Basic-Steine meine ich auch Slopes und Plates, aber natürlich auch Bricks, hier verbaut werden, Fliesen natürlich auch verbaut werden und auf was für eine schöne Art und Weise das am Ende dann zusammengefügt zu einem Helikopter wird oder zu einem Hubschrauber. Helikopter sind, glaube ich, eher die kleineren. Ich fahre mal ganz langsam bei euch vorbei, dann kriegt ihr mal ein Feeling dafür, wie viele Steine hier auch versteckt werden, miteinander kombiniert werden. Und die Bauschritte, das ist schon, also... Knapper könnte man es nicht machen. In 16 Bauschritten ist dann schon der Korpus fertig, beziehungsweise in 17. Hier sind übrigens auch nochmal die alternativen Bauvorschläge drauf. Das heißt, wenn man die Box nicht mehr hat oder weggeworfen hat, hat man trotzdem, wenn man die Anleitung aufgehoben hat, die alternativen Bauvorschläge trotzdem noch. Hier wird dann noch die Trage gebaut, die zwei Figuren sind dann auch schon da und dann wird der Helikopter oben gebaut. Das Rotor, heißt das auch Rotorblatt, wenn das so groß ist? Dieses wird gebaut und die erinnern fast so ein bisschen an so Luftkissen, diese Kufen. Es könnte durchaus auch sein, man kann sich auch vorstellen, dass die so aufgeblasen sind oder mit Luft gefüllt sind, dass der auch auf dem Wasser landen kann. Ja? Wäre natürlich auch total genial. Ja, also die Bauanleitung macht richtig Laune. Das ist Lego der alten Schule, würde ich mal behaupten. So, die Anleitung einzeln kannst du auch manchmal ganz günstig bekommen, manchmal auch ein bisschen teurer. Du kannst dir das auch relativ gut rebricken. Auf Teile gehen wir, wie gesagt, gleich ein. So, und jetzt kommen wir zu den Figuren. Die Figuren sind ultra simpel. Ich habe natürlich schon wieder verdattelt, mir hier einen Big Brick hinzulegen. Aber das wird jetzt einfach nachgeholt. Zum Glück habe ich ja immer welche griffbereit. Diese Figuren, die sind, wie gesagt, ultra simpel. Die sind auch komplett identisch. Die eine ist ein bisschen vergilbter als die andere. Schaut euch die mal an. Das ist halt wirklich Classic. Die kosten ab 2 Euro pro Stück. Und das teuerste sind die roten Helme, das sind nämlich Space-Helme. So ein roter Space-Helm kostet 1 bis 1,50 Euro, manchmal auch ein bisschen mehr. Das macht sozusagen den Hauptwert dieser Figur aus. Dieses Oberteil mit dem roten Kreuz kostet 20, 30 Cent, der Rest ist ja Pillepalle. Also das teuerste ist der Helm und simpel. Übrigens sehe ich auch gerade, ich weiß nicht, ob das die Kamera einfängt, der eine Kollege hier hat sogar schon so eine richtig schöne Schmarre im Gesicht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Mal gucken. So, dann stellen wir die mal hin, beziehungsweise wir können die auch hier drauf lassen. Dann haben wir hier diese Trage. Diese Trage ist sozusagen eine klassische Interpretation, eine klassische Form von so einer Trage. Denn ich schiel mal ganz kurz darüber. Ich habe ja schon die 6380 vorgestellt, dieses Krankenhaus. Ich hole das mal ganz kurz ran. Das ist ja... Also für mich ist das das Traumkrankenhaus überhaupt. Zieht euch unbedingt das Video mal rein. Achtet mal hier unten drauf. Zu dieser Zeit, das ist glaube ich, ist das 1987, gibt es dann schon so eine Trage hier unten. Hier müsst ihr mal hingucken. Da gibt es so eine Trage schon als Fertigteil. Ne? So, kennt ihr vielleicht. Ich stelle das mal hier hinten hin. Krankenhausthema übrigens durch die komplette klassische
durch die komplette klassische Lego-Historie durch sehr gut bedientes Thema. Also es gibt immer wieder kleinere, größere, mittlere Sets zum Krankenhausthema. Finde ich auch total super. Habe ich das Gefühl, wird aktuell ein bisschen vernachlässigt. Und hier, das ist sehr, sehr cool. Du hast hier unten halt so eine Plate. Dann hast du hier so eine Plate Modifieds mit so einem, mit so einer Bar, mit zwei Bars dran. Und in der Mitte hast du zwei Fliesen. Das ist total super. Das kannst du denen in die Hand geben. Und dann können die damit rumlaufen. So, ne? Also, das geht ziemlich einfach. Die werden dann einfach hier rangesteckt. So, das ist genau der Abstand, den es braucht. Ich meine, ohne Mist, das wäre jetzt mal eine steile These, dass diese Plate Modify tatsächlich dazu entwickelt wurde, um so eine Aufhängung darzustellen. Also, das sieht ja auch wirklich richtig, richtig perfekt aus. Und du kannst natürlich hier auch noch eine Figur drauflegen und die nobst du dann einfach unten so fest. Ne? Hier. Und dann fällt die nicht mehr runter. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist simpel, wie es nicht simpler geht, aber kreativ, wie es nicht kreativer geht. Das ist großartig. Eine Trage gebaut aus Lego-Teilen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die du auch auseinandernehmen kannst und für was anderes verwenden kannst. Das Fertigteil hier in dem Set ist auch ganz cool, weil du hast unten noch ausklappbare Kufen. Nee, jetzt bin ich schon wieder bei Kufen. Ausklappbare Räder oder ein ausklappbares Gestell. Das ist auch schön, weil dann kann es so stehen. Aber dieses Fertigteil kannst du nur dafür verwenden. Das kannst du auch für andere Sachen verwenden. So. Und bevor wir jetzt zum Helikopter kommen, oder wie machen wir es am besten? Noch eine kurze Sache zu der Trage. Hier ist nämlich das teuerste Teil des Sets dran. Und es ist diese eben schon gezeigte Plate Modified, ne, diese graue hier. Und die kostet tatsächlich so ab 20 Cent ungefähr. Die ist in hellgrau. Also viele von euch sagen, das alte hellgrau, das Light Gray von früher, das ursprüngliche hellgrau, die kostet ab 20 Cent. Das ist das teuerste Teil des ganzen Sets. Alle anderen sind komplett erschwinglich. Ja? Wir gehen gleich nochmal auf diese Panels hier hinten ein, mit dem roten Kreuz drauf. Und hier ist ja auch ein Panel ohne rotes Kreuz, einfach nur mit einem roten Streifen hier unten. Die kosten tatsächlich, und wir sind ja jetzt hier bei dem Helikopter an sich, bei dem Objekt der Begierde, diese Panels hier mit dem roten Kreuz und dieses Panel hier ohne rotes Kreuz kriegst du tatsächlich schon ab 10, 15 Cent. Du musst natürlich gucken, bei Bricklink steht auch oft dazu, dass die vergilbt sind oder Kratzer haben. Aber in der Regel solltest du für 15 Cent solltest du einen Teil in einem halbwegs guten Zustand bekommen. So, die sind also nicht extrem teuer. Wahrscheinlich liegt es aber daran, dass die nicht so gefragt sind. Ja? Kann man natürlich auch für Krankenwagen einsetzen. Hier zum Beispiel sind ja dann solche Paneele, die dann oben so ein bisschen transparent sind. Übrigens auch sehr, sehr schön. Sieht noch ein bisschen moderner aus. Aber das ist halt echt. Ich meine, guckt euch mal diesen Hubschrauber an. Mehr braucht es doch gar nicht. Und der hat auch eine beachtliche Größe. Ich halte ihn jetzt mal hier so vor mich. Finde ich also wirklich sehr, sehr schön. Der hat hinten hier so ein paar Klappen. Die kann man aufmachen. Und da kann man nämlich sehr, sehr gut diese Trage reinschieben. Und dann macht man zu. Und dann geht die nicht mehr raus. Und dann kann man vorne noch eine Figur reinsetzen. Und das machen wir jetzt mal schnell. Die dann sozusagen sich, also auf die Trage guckt oder auf die Person guckt, die da auf der Trage drauf ist. Also ich habe sie jetzt mal so hingesetzt, dass sie rausguckt. Die kannst du natürlich auch um 90 Grad drehen, sodass sie nach hinten zur Trage guckt. So, vorne kommt dann noch der andere Dude rein. Wir gucken aber mal ganz kurz ins Cockpit, denn hier ist eine Sache drin, die finde ich irgendwie ein bisschen schräg. Das hat Lego ganz oft gemacht, und zwar vorne seht ihr ein Lenkrad. Ja, ihr seht ein Lenkrad in einem Hubschrauber. Da erinnere ich mich an ein Set meiner Kindheit. Der gelbe Hubschrauber wird noch vorgestellt, steht schon bereit. Der hatte zwei Hebel, und ich kenne das dann auch im späteren Bereich. Ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er bekommen diese Helikopter oder Hubschrauber dann auch so zwei Hebel. Das finde ich deutlich realistischer als ein Lenkrad. Aber ey, das... Oder irre ich mich gerade, hatte der Helikopter, wo ist er denn hier unten? Nee, ich sehe es, hier ist er. Der hat zwei Hebel vorne. Aber ey, lieber nochmal gucken, dass wir hier keine Fake News verbreiten.
Bricky Fake News. So, und dann sitzt der nämlich hier vorne drin und guckt hier raus und dann sitzt der da hinten drin und dann kannst du noch einen Patienten drauflegen. Den Patienten gibt es jetzt hier nicht dazu. Man hätte noch einen Patienten dazulegen können, ja. Aber ganz ehrlich, irgendeinen Patienten findest du da schon. Du hast ja in der Regel auch andere Lego-Sets, ne? Und die können überall auch eingesetzt werden, die Freunde. Die kommen mit dem Hubschrauber überall hin. In die entfernteste Ecke des Kinderzimmers. So. Ja, dann haben wir hier oben noch so ein paar Düsen. Wir haben hier, wie gesagt, dieses Rotorblatt, was sich bewegt. Wir haben hier hinten noch ein Rotorblatt. Das ist halt wirklich alles total simpel. Auch diese Idee, das hier hinten mit so einem Fensterrahmen und mit so Jalousien oder Fensterläden zu lösen, ist total super. Dann hast du unten diese Kufen dran und du siehst, das ist alles komplett bricky. Das ist der absolute Wahnsinn. Dieses Ding flasht mich total. So, ne? Das Einzige, was mir auffällt, ist, dass man hier vorne, hier ist noch eine Noppe. Hier ist noch eine Noppe. Hier hätte man noch 1, 2, 3 Bricks stacken können. Hier vorne in dem Bereich. Hier. Und draufsetzen können. Aber vielleicht hat das Lego mit Absicht nicht gemacht und offen gelassen, damit man da besser die Figur reinsetzen kann. Das hätte man auch machen können. Kann man aber auch nachholen, falls man da Lust drauf hat. Ja. Und ansonsten sieht man halt schon relativ krass die Kampfspuren hier unten. Ich versuche das mal zu zeigen. Hier unten an den Kufen. Das ist schon ganz schön abgeknabbert und auch auf der Seite sieht man schon deutlich Vergilbungen. Also vielleicht, also hier oben auf alle Fälle und auch an den Fensterläden da hinten. Das Studiolicht macht es noch ein bisschen schöner, das Set, aber das ist schon ziemlich vergilbt an vielen Stellen. Ich finde es total klasse. Es gibt echt nichts zu meckern. Das ist ein Paradebeispiel, wie man Helikopter, Hubschrauber und auch Flugzeuge baut. Ja? Und das ist nicht nur ein Beispiel. In den 80er Jahren gibt es da viele Beispiele. Genial. Mehr bleibt mir dazu nicht zu sagen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet eine coole Zeit. Schaut euch unbedingt noch andere Videos an. Und ich glaube, ich mache jetzt gleich noch ein Video. Ich habe irgendwie gerade Lust. Wird dann auch demnächst erscheinen. Und ja, ich würde sagen, bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder. In diesem Sinne, bye bye.